Hallo, liebe Womo-Freunde. Hallo. Jetzt haben wir unseren Gustl doch tatsächlich schon ein Jahr. Morgen. Okay, für die ganz genaue, ein Jahr morgen. Da haben wir ihn abgeholt im Bad Waldsee und waren total aufgeregt. Und ein Video haben wir noch davon. Das blenden wir oben ein. Ja. Oben, da oben. Ja. Und das könnt ihr euch ja nochmal anschauen, für die, die das noch nicht kennen. Das ist ein sehr lustiges Video. Also auf jeden Fall haben wir uns jetzt gedacht, wir sagen euch endlich mal, was unser Gustl eigentlich für Extras und Sonderausstattung hat. Richtig, und es bleibt dann euch überlassen zu sagen, das ist ein wichtiges Extra oder nicht. Wir sagen euch unsere Meinung dazu, denn eins kann man ganz klar sagen, ein Wohnmobil kaufen, so wie es angeboten wird, kann man, aber einige Extras sind schon sehr sinnvoll, einige sind es weniger und wir wollen euch das jetzt anhand unserer Extras und unserer Meinung mal zeigen. Genau, und dazu gehen wir jetzt aber wieder rein in unseren schönen Gustl. Genau. Und wer Lust hat, kommt mit. So, also, das ist unsere Bestellung. Über zwei Seiten gehen die Extras. Man braucht so einiges an Zubehör und einiges ist sinnvoll, einiges weniger. Wir möchten als erstes mal die Grundausstattung sagen. Wir haben den Fiat-Motor und zwar mit 180 PS. Wir haben uns lange überlegt, 150 oder 180, und haben wir gedacht, das Auto ist so teuer, da kommt es dann auf die 2000 Euro auch nicht mehr an. Und wir sind froh, dass wir die 180 haben, oder? Ja, also man merkt es halt doch, wenn eine Steigung drin ist, er hat schon ein bisschen mehr Power. Also das merkt man auf jeden Fall oder auch beim Überholen. Ja, es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir die haben, ja. Wir sind froh, dass wir die 180 PS genommen haben, und die kann ich auch empfehlen. Wir haben auch den großen Dieseltank genommen mit 120 Liter. Auch das ist ein Zubehör, was gar nicht so ins Geld geht, aber was sicherlich sinnvoll ist, auch wenn wir selten bis auf den letzten Liter runterfahren. Aber gerade wenn man mal nach Norwegen oder so fährt, ist ein großer Tank sicherlich von Vorteil. Hinten haben wir Komfortstützen eingebaut. Ja, die haben wir eigentlich noch nie benutzt. Die haben wir noch gar nie benutzt, ja. Also da können wir jetzt überhaupt nicht sagen, ob die sinnvoll sind oder nicht sinnvoll. Noch nie ausprobiert. Dann haben wir ein Multifunktionslenkrad. Das zeige ich dann später noch, wenn ich dann vor ans Cockpit gehe. Das halte ich für sehr sinnvoll, weil das auch für die Freisprecheinrichtung mit dem Telefon ist. Wir haben ein automatisches Schaltgetriebe. Das heißt, das ist eine Halbschaltung. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Halbautomatik. Halbautomatik, oder? Also das ist mehr eine Elektronik, die dann die Gänge steuert. Aber nach meiner Einschätzung funktioniert es sehr gut, bis auf Bergabfahrten. Da schalte ich manchmal auf manuelle Schaltung um, weil er mir da zu niedrige Gänge wählt und dann der Motor ziemlich hoch dreht. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr damit zufrieden. Viele haben gesagt, das ist keine richtige Automatik, die lässt sich nicht gut bedienen. Ich muss sagen, ich habe im Großen und Ganzen keine Probleme mit der Fiat-Automatik. Sicherlich ist die Automatik von Mercedes, besser so ein 7-Gang, Softronic oder wie das heißt, läuft sicherlich problemloser, aber wir sind damit sehr zufrieden, wir kommen damit auch sehr gut zurecht. Dann haben wir Reifendrucksensoren. Ja, und wie ihr ja wisst, da hatten wir am Anfang ganz schöne Probleme, aber das scheint jetzt in der Zwischenzeit behoben zu sein, also er meldet sich nicht mehr. Bei uns gibt es im Moment damit keine Probleme mehr. Nein. Nach anfänglichen Problemen hat sich das offensichtlich erledigt. Dann haben wir die LED-Scheinwerfer. Die sind gut. Ob sie notwendig sind, muss jeder für sich ausmachen. Ich würde sagen, eigentlich, wenn man aufs Geld achten möchte oder muss, dann kann man auf die auch verzichten. Auf was man nicht verzichten sollte, ist die elektrische Trittstufe am Fahrerhaus. Die ist sehr sinnvoll, würden wir uns auch wieder reintun. Dann, wir kommen dann später noch, jetzt muss ich da mal einen Strich hin machen, was ich dann außen zeigen will. Dann haben wir einen Dachlüfter mit Verdunkelungsrollo. Was ist das? Wahrscheinlich unser Dachfenster, oder?
Ist das ein Dachlüfter mit Verdur? Ja, aber das ist ja Serie. Also wüsste ich oder jetzt nicht. In der, ich weiß nicht, oder in der Toilette oder in der Dusche, was das vielleicht, keine Ahnung. Was auf jeden Fall ein Extra war, das ist die Komforteingangstür, die ist besonders breit und es war nicht einmal ein unerhebliches Extra. Also offensichtlich ist da die Standardtür ziemlich schmal, schaut euch das genau an, wenn ihr so ein Fahrzeug bestellt. Wir haben ein Sicherheitsschloss an der Eingangstüre und an der Fahrertüre, da haben wir ein Video darüber gedreht, eine Abus-Zusatzsicherung. Wir haben Zentralverriegelung für Fahrer-, Wohnraum- und Garagentüre, ein Luxus-Extra, was ich aber zu schätzen weiß. Das Fahrzeug verriegelt sich automatisch beim Losfahren und es zeigt an, wenn eine Türe nicht richtig geschlossen ist. Das Ganze funktioniert sehr gut. Dann haben wir vorne einen elektrischen Rollo, den zeige ich später auch noch. Ja, ich denke, den haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt, oder? Unseren elektrischen Rollo. Mhm. Dann Garage vergleicht. Dann haben wir noch die Sitzheizung drinnen. Das ist natürlich sehr angenehm. Darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten. Ich auch nicht. Dann haben wir ein Lichtpaket, also eine Zusatzlichtausstattung. Man nennt es Ambiente-Beleuchtung. Die hat auch ein paar hundert Euro gekostet. Und ich würde sagen, die ist angenehm. Ja, ich meine, jetzt gerade im Sommer braucht man sie natürlich weniger, aber gerade da wir ja auch im Winter viel unterwegs sind und es dann früh dunkel ist, das ist einfach schön. Es macht eine nette Atmosphäre hier im Wohnmobil, man fühlt sich einfach heimelig. Aber ich würde es als Luxus bezeichnen, also man braucht es nicht unbedingt. Ist aber empfehlenswert. Okay, dann haben wir einen Holzlattenrost in der Dusche, der ist also überflüssig. Ja, es heißt... Also man darf ja nicht draufstehen beim Duschen. Das ist das, was uns verwundert hat. Wie wir das Fahrzeug übergeben bekommen, hat es geheißen, den Holzlattenrost müssen Sie beim Duschen rausnehmen. Ja, dafür haben wir uns eigentlich gekauft. Also anscheinend soll er ja sein, dass wenn man mal was Nasses hat oder schmutzige Schuhe, dass man die dann da draufstellen kann und dass dann dadurch halt die Duschwanne nicht zerkratzt wird. Mhm. Es soll, ist eigentlich mehr ein Schutz für die Duschwanne. Mhm. Also, wir würden uns den wahrscheinlich nicht mehr dazu bestellen. Macht aber das Kraut auch nicht fett. Nee. Dann haben wir die Lounge-Sitzgruppe. Die Lounge-Sitzgruppe ist der einzige Unterschied zur normalen Sitzgruppe, dass hier der Tisch ausfahrbar ist. Und ich zeige das mal. Das heißt, normal ist ja nur so ein kleines Mini-Tischlein dabei. Das Fahrzeug ist zwar für 5 Personen zugelassen, unseres. Aber ein Minitisch, wo keine 5 Personen sitzen und schon gar nicht essen können. Und deswegen ist die Lounge-Sitzgruppe mit diesem zusätzlichen Teil, was wir regelmäßig benutzen, was wir regelmäßig benötigen, gerade wenn wir einen Laptop aufstellen und was wir unbedingt dazu empfehlen. Also diese Lounge-Sitzgruppe sollte man auch dazu bestellen. Ja, ich finde die ganz toll. Man hat einfach mehr Platz. Es ist traurig, dass man das jetzt extra dazu bestellen muss. Das muss ich aber dazu sagen. Ja, genau. Denn eigentlich sollte ein Tisch bei so einem Fahrzeug so groß sein, dass man den auch dann benutzen kann für 5 Personen, wenn das Fahrzeug schon für 5 Personen ausgelegt ist. So, da haben wir Lichtpaket für Wohnraum und Schlafraum. Das ist okay. Dann haben wir noch die Zusatzpolster fürs Heckbett. Dass man da so eine Ebene machen kann, also so eine Bettenlandschaft. Wir haben hier unser Fahrzeug einmal vorgestellt. Ich tue das auch wieder einblenden. Ja, hier. Ja, ist glaube ich immer hier rum. Ja. Ja. Und da haben wir das ganze vorgestellt, das Bett. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Dann haben wir, das ist wichtig, die Heizung. Auf die gehe ich dann anschließend nochmal ein. Dann haben wir auch das sogenannte alte Arktis-Paket. Das ist also, dass das Fahrzeug besonders isoliert werden kann. Es ist ein Wärmetauscher dabei und es ist keine Truma-Heizung, sondern eine alte Warmwasserheizung. Gehe ich gleich nochmals separat drauf ein. Dann haben wir das Hümer-Bauer-Paket. Das heißt, wir haben noch 2 extra Batterien, wo ich sagen muss, die funktionieren nicht richtig. Das habe ich auch schon bei Hümer reklamiert, denn unser Strom ist nach einem Tag fast vorbei, obwohl wir Solaranlage haben. Die Solaranlage an sich kann ich empfehlen. Wir haben 100 Watt obendrauf, aber sie ist fast ein bisschen wenig, wenn man etliche elektronische Geräte hat. Aber die Batterien, da bin ich nicht sonderlich begeistert davon.
Heute gibt es ja diese Lithium-Batterien, die ganz neu auf dem Markt sind. Und damit werden wir uns noch auseinandersetzen, ob wir uns nicht so eine einbauen lassen. So, dann haben wir noch diesen Jumbo-Kühlschrank, da gehe ich dann auch später noch drauf ein. Wieso, was willst du da sagen? Wie toll der Kühlschrank ist. Das kann ich gleich sagen. Er ist nicht toll. Wieso ist der nicht toll? Er ist riesengroß, das ist okay. Der ist gut, aber ja. Es ist ein Gefrierfach dabei, was wir eigentlich regelmäßig nicht benutzen, was sich aber separat nicht abschalten lässt. Finde ich blöd. Ja, aber das haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Und, wir haben schon da brauchen extra. Wir nicht mehr extra drauf eingehen. Wir haben über den Kühlschrank haben wir einen Backofen mit Grill. Und wie oft haben wir den benutzt bis jetzt? Noch nicht sehr oft, aber es ist doch gut, dass man dabei hat. Ja. Wir können ihn nämlich benutzen, wenn wir wollen. Wir könnten ihn benutzen. Wir könnten. Ja. Also er muss nicht sein, aber wenn man ihn hat, dann ist er angenehm. Wir haben schon auch mal was drin gemacht. Wir haben zweimal, um das genau zu sagen, haben wir da drinnen unsere Bratkartoffeln warm gehalten, während wir zwei Steaks rausgebraten haben. Und nun doch, und wir haben auch schon geräucherte Fisch warm gemacht. Stimmt. Ja, also. So, dann haben wir die Außendusche, die zeige ich noch, die Bildschirme zeige ich auch. Dann haben wir noch einen fünften Sitzplatz. Ich habe gesagt, das ist das sinnloseste Zubehör überhaupt, es nimmt uns sogar noch Raum weg. Die Ossi hat gesagt, das muss unbedingt sein. Es musste sein. Der Sitzplatz steht im Keller, der wird wahrscheinlich nie benutzt werden. Ja. Vielleicht doch. Aber wenn eine Frau einen Willen hat, dann muss man dem nachgehen. Wir haben einfach mehrere Enkelkinder und es kann doch immer mal sein. Es könnte sein, es wird nicht sein. Die sind jetzt halt noch etwas klein, ja. Aber die werden ja schließlich größer. Und wie ihr ja wisst, mit zweien von unseren 7 Enkelkindern sind wir doch schon ab und zu unterwegs. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Navigationsgerät von Zedek, womit wir mittlerweile ganz gut zurechtkommen. Wir haben uns jetzt aber auch ein zweites Navigationsgerät zugelegt, da kommt demnächst das Video, und zwar ein TomTom, mit dem wir ganz zufrieden sind und was wir zusätzlich mit dem Zenik mitlaufen lassen. Dann haben wir natürlich die Markise, da haben wir eine 5,5 Meter Markise, die haben wir uns eingebaut, das finden wir okay. Wir haben natürlich die SAT-Antenne von Oyster, das ist die 85 cm Antenne mit Twin LNB. Das heißt, wir können zwei Fernseher unabhängig voneinander betreiben. Und dann haben wir noch die Alarmanlage Titronic Vibro 3 mit Profinder. Also wenn das Auto gestohlen wird, dann können wir das am Handy verfolgen, wo es fährt. Theoretisch. Der Profinder ist noch gar nicht angeschlossen. Ah, das wird aber Zeit. Nachdem wir jetzt unseren Gustl schon ein Jahr haben, würde ich das eigentlich tun. Ich denke, eigentlich wäre das eine Sache des Einbaus gewesen, das Ganze auch funktionabel zu machen. Aber das ist aber jetzt nicht, also müsstest du machen. Diesbezüglich hat Hümer überhaupt keine Ambitionen gezeigt, aber es ist halt so. Ist auch okay, also wir hadern da nicht damit. Irgendwann werde ich nach Kiel fahren und dann werde ich die Firma Titronic bitten, ob sie mir das da gerade fertig installiert. Was wir dann noch zusätzlich zugestanden bekommen haben, ist ein zusätzlicher Regalboden in unserem Kleiderschrank, der auch seine Dienste sehr gut tut. War eine gute Überlegung, den mit einbauen zu lassen. Mhm. So, das war es im Schnelldurchlauf. Und jetzt haben wir noch einige Dinge, die wir euch direkt zeigen wollen. Auf geht's. Ja. Gut. So, also dann haben wir noch zwei Sachen vorne, die ich zeigen möchte. Also die Rückfahrkamera ist so und so. Ich glaube, die ist sogar obligatorisch. Aber zwei Dinge will ich zeigen. Das ist einmal unser Rollo, den wir haben. Da haben wir auch, ich glaube schon zwei Videos, oder in zwei Videos haben wir das schon behandelt. Bei uns ist der Rollo an sich ist sehr schön. Problem ist, der lässt sich während der Fahrt bei Hümer nicht bedienen. Das heißt, man kann ihn nicht als Sonnenblende nehmen. Bei anderen Herstellern funktioniert das, bei Hümer nicht. Nächster Punkt ist, ich muss meinen Finger immer draufhalten. Was etwas nervig ist, vor allen Dingen, wenn man mit dem Rücken zum Schalter sitzt. Da ist mir die Firma Hümer entgegengekommen und hat mir hier nochmals im Sitzbereich so einen Schalter gemacht, sodass ich hier dann auch den Rollo bedienen kann. Damit komme ich jetzt gut klar. Ist zwar trotzdem nervig, immer den Finger drauf zu halten, aber gut, so ist es. Bei den Hümer
Premium-Line und bei den anderen Fahrzeugen, so wie ich das gesehen habe, da geht es dann mit einem Knopfdruck, das heißt ein kurzer Druck drauf und dann fährt er runter und ein kurzer Druck hoch, dann fährt er hoch. Sollte beim Dynamic-Line, den wir haben, auch sein. Aus irgendwelchen Gründen ist es aber so nicht eingebaut worden. Ich habe eine Alternativlösung eingebaut, kriegt mit dem zweiten Schalter. Das ist für mich okay und damit können wir gut zurechtkommen. Nächster Punkt. Und da würde ich euch raten, achtet drauf beim Fahrzeugkauf. Man sitzt hier vorne im Cockpit. Man hat den Schlüssel natürlich abgezogen und zur Seite gelegt. Und die Sonne scheint rein oder es kommt jemand hierher, klopft an und will was von einem. Und dann wollt ihr da die Tür, das Fenster aufmachen, das geht nicht. Ja, ihr müsst die Tür aufmachen, weil nämlich der normale Fensterheber, wenn die Zündung ausgeschaltet ist, nicht funktioniert. Und das haben wir bei Hümer moniert, denn das ist ja kein BKW, das ist ja ein Wohnfahrzeug. Und wenn ich wo wohne, dann will ich auch mein Fenster öffnen können und das geht hier nicht. Wenn ihr ein Fahrzeug bestellt, achtet darauf, dass es euch so eingebaut wird, dass ihr auch im Stand die elektrischen Fensterheber rauf und runter fahren lassen könnt. Ja? Das geht, auch wenn viele sagen, das geht nicht, es geht. Und wir haben das sogar an zwei Stellen, nämlich hier können wir auch das Fenster rauf und runter fahren lassen. Also es ist vielleicht im Nachhinein, bei uns ist es eine Kulanzsache gewesen, so würde ich das mal artikulieren, dass es eingebaut wurde, weil ja doch bei uns einige Störungen gewesen sind am Fahrzeug. Bei Neubestellung könnt ihr das einfordern, dass euch das mit eingebaut wird. Es funktioniert, wenn es euer Händler nicht kann, soll er sich kundig machen. Es geht, der Aufwand sollte nicht allzu hoch sein, wenn jemand Erfahrung hat damit. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall ist es eine sehr sinnvolle Sache, dass das so funktioniert. So, hier haben wir unseren zweiten Fernseher. Wir haben zwei Fernseher, wie ihr wisst. Und der Gedanke war, einen im Schlafzimmer, einen im Wohnbereich, dass der eine das und der andere mal was anderes schauen kann. Genutzt haben wir den tatsächlich zweimal. Einmal waren die Enkel dabei, die haben dann hinten geschaut. Und wir haben vorne mal Nachrichten angeschaut und da vorne unsere Ruhe gehabt. Und ein zweites Mal habe ich den hinten benutzt, öfters war er noch nicht an, da war ich alleine mit dem Wohnmobil unterwegs und während ich da im Bad und beim Kaffee drin gewesen bin, habe ich beide Fernseher eingeschaltet und habe das Frühstücksfernsehen laufen lassen und so habe ich dann immer ein Bild von mir gehabt, aber dafür braucht man eigentlich keinen zweiten Fernseher. Nein. Wir würden uns den heute nicht mehr reinkaufen. Nein, den würden wir. Also für uns ist er nicht rentabel. Ja, zumal wir eigentlich, wenn wir zu zweit unterwegs sind, höchstens Nachrichten anschauen und sonst eigentlich haben wir fast noch nichts, keinen Film oder sonst was angeschaut. Also so viel Fernseher schauen, dass man einen zweiten Fernseher braucht, ist definitiv nicht für uns. Ja. Was auf jeden Fall ein Vorteil ist von unserem Fernseher jetzt, das ist der Alphatronic und der kann grundsätzlich aufnehmen. Grundsätzlich heißt, er kann es nicht, aber er könnte es. Und ich habe mich mit der Firma Alphatronic in Verbindung gesetzt und die haben mir versprochen, nachdem ich ein Formular ausgefüllt habe, dass sie mir ein Update schicken und danach kann ich mit dem Fernseher aufnehmen. Das heißt, ich stecke einen Stick rein, einen Speicherstick und da kann ich einen Film aufnehmen, um 19 Uhr zum Beispiel und den können wir dann abends, wenn wir ins Bett gehen, um 22 Uhr oder wann auch immer, dann eben auch anschauen. Das halte ich schon mal grundsätzlich für eine gute Sache, wenn es funktioniert. Mhm. Noch ist es nicht so weit, es ist nur versprochen, dass es funktioniert. Okay. Gut. Ursi ist zufrieden, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Ja, genau. Also komm. So, wir haben auch noch die alte Warmwasserheizung, mit der wir eigentlich ganz gut zurechtkommen. Die heizt schnell auf. Ja, also ja. Es geht wirklich ratzfatz. Ist eine angenehme Wärme, die lässt sich auch sehr gut steuern. Mhm. Mittlerweile haben wir auch eine Außentemperaturanzeige, die ist auch sehr gut. Die Jawohl, wird auch sehr, sehr oft benutzt. Ja, klar, immer. In Augenschein meine ich jetzt. Ja. Und es hat auch einen Wärmetauscher dabei, den man sich eigentlich komplett sparen kann. Wenn, es gibt jetzt bei Hümer ist es so, dass der Wärmetauscher im Preis inklusive ist und der Wärmetauscher, der tauscht das Warmwasser vom Motor mit dem Warmwasser im
Fahrzeug aus. Und dadurch sollte der Aufheizvorgang auch während der Fahrt alles etwas einfacher sein. Also das überschüssige Warmwasser vom Motor wird dann zur Fahrzeugerwärmung genutzt. De facto gibt es, so ist mir das von mehreren Seiten bestätigt worden, beim Fiat kein überschüssiges Warmwasser mehr. Denn das wird alles benötigt beim Motor. Es gibt kein Wasser, was den Innenraum aufheizt. Der Motor wird gar nicht mehr so heiß. Ja, sodass also der Wärmetauscher eigentlich sinnlos ist. Er hat nur einen Sinn, dass wenn man im Winter einen Kaltstart macht, dann kann man das Warmwasser aus dem Kreislauf des Innenraums nach vorne pumpen, sodass der Motor schon etwas vorgewärmt ist. Aber auch da muss ich sagen, ist das Ergebnis sehr mäßig. Wir haben den schon eine Stunde vorlaufen lassen, bevor wir gestartet haben. Und danach war die Anzeige trotzdem bei ganz kalt. Also wenn der Wärmetauscher ein extra Aufpreis ist, der kostet über 1500 oder 2000 Euro, ich würde sagen, obwohl ich ja ein Fachmann bin, lasst euch dahingegen beraten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Meiner Meinung nach ist er nicht sinnvoll. Was wir unbedingt empfehlen, das ist die Duo-Control von Truma fürs Gas. Das heißt, man kann zwei Gasflaschen anschließen. Und wenn eine leer ist, schaltet es automatisch auf die andere Gasflasche um. Nächster Vorteil ist, man kann während der Fahrt die Gasflaschen anlassen, weil hier eine Sicherheitseinrichtung vorhanden ist. Und noch ein Vorteil ist vorhanden, es kann auch nichts eingefrieren, weil das eine Wärmefunktion drinnen hat. Also diese Duo-Control von Truma ist eigentlich sehr empfehlenswert und funktioniert auch einwandfrei. So, unsere Gasflaschen haben wir hier untergebracht und da haben wir uns extra einen Auszugsschlitten hinmachen lassen. Na? So, da sieht man es. Da kann man also die Gasflaschen gut tauschen und hier sieht man auch die Duo-Control. Da kann man dann feststellen, auf welche Flasche gerade das Gas läuft. Bei uns ist es so, dass ein weiterer Wunsch von mir besteht, einen Gastank einbauen zu lassen. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich die Gasflaschen neben dem Gastank weiter betreiben kann. Das muss ich jetzt demnächst erstmal klären. Wenn das geht, wäre super, dann wäre auch die Duo-Control weiterhin sinnvoll. Wenn es nicht geht, ja, dann brauche ich den Gasauszug nicht mehr, dann haben wir einen zusätzlichen Stauraum. Aber das wird dann in einem Jahr, wenn es eingebaut ist, bei einem zusätzlichen Video vorgestellt. Im Moment sind wir mit dieser Lösung sehr gut zufrieden. Der Gasschlitten macht einen guten Eindruck. Ja, funktioniert gut. Alles sauber untergebracht. Ja. Ja. Thema Sogtoilette, die haben wir uns gleich einbauen lassen. Und die Sogtoilette hat zwei Vorteile. Erstens, man braucht keinerlei Chemie grundsätzlich. Und man ist mit Gerüchen trotzdem nicht belästigt. Denn wenn man den Deckel aufmacht, dann schaltet sich ein Lüfter ein und tut alle möglichen unangenehmen Gerüche gleich abführen. Und zwar, bei uns ist es so eingebaut, dass die übers Dach weggehen. Das heißt, wenn jemand innen die Toilette aufmacht und ein anderer sitzt außen im Stuhl davor, da kommt kein Geruch, denn es ist immer ein bisschen Wind in Bewegung und er vertreibt den Geruch sofort. Wir haben noch nie einen unangenehmen Geruch gehabt. Deswegen ist es auch nicht relevant, dass das hier auf der Markisenseite ist. Also man riecht hier definitiv nichts. Der einzige Unterschied ist, man sieht hier ein kleines Schläuchchen. Und diesen Schlauch muss man lösen, wenn man die Kassette herausnimmt. Dann kann man ganz normal die Kassette rausnehmen, entleeren und wieder reinstecken und steckt das Schläuchchen wieder dran. Und dieser Schlauch führt eben zur Dachentlüftung, die beim Öffnen der Toilette sich einschaltet und eben alle Gerüche nicht ins Wohnmobil hereinlässt, sondern gleich abführt. Zusätzlich gibt es ein Mittel, das haben wir von einer Firma zur Verfügung gestellt bekommen. Zeig's mal. Also das wurde uns zugesandt mit der Bitte, es vorzustellen.
Natürlich haben wir das jetzt erstmal ausprobiert. Und auszuprobieren, als ja, genau. Eine Bahnprobe sozusagen. Ja, also es soll rein biologisch sein. Und wir haben es ausprobiert, also es riecht sehr angenehm. Ja, aber es wäre definitiv auch nicht unangenehm, wenn man keinen Zusatz reinmacht. Nein, aber schon halt, wenn man das in die Kassette reintut, dann macht es einen angenehmen Geruch. Ja, also genau. Von daher ist es jetzt nicht schlecht. Was ich jetzt schlecht empfand, das ist einfach, es ist kein Messbecher dabei. Man soll da, glaube ich, 50 Milliliter reintun. Jetzt habe ich mir von zu Hause halt noch so von meinem alten Eierkocher, habe ich noch so einen Becher gehabt, 50 Milliliter angekreuzt und jetzt probieren wir es aus. Ob das jetzt, es soll ja das Toilettenpapier und so weiter ziemlich zersetzen. Ja, das stimmt. Also das macht schon, wobei ich sage, auch das macht die Sogtoilette eigentlich gut. Denn durch den Sauerstoff, der durch die Sogtoilette in die Kassette reinkommt, wird eigentlich alles ziemlich gut zersetzt. Also ich kenne das schon von früher, vom James Cook. Und ich muss sagen, ich bin von der Sogtoilette sehr begeistert. Und über die Dachentlüftung hat man keinerlei Geruchsbelästigung, weder im Fahrzeug noch außerhalb des Fahrzeugs. Selbst wenn man mit dem Liegestuhl direkt neben der Toilette sitzt. So viel zum Sog. Nächster Punkt. Ja. Jetzt im Sperrgebiet. Das heißt, ich stehe vor der Garage. Und die Ursi hat mich schon untersagt, jetzt da einen Schwenk reinzumachen. Einen leichten Schwenk muss ich machen. Nein, aber nicht rein. Denn wir haben Riffelblech, haben wir hier. Ja? Und das muss ich euch ganz leicht zeigen, wie es ausschaut. So. Das weiß ja wohl jeder, wie ein Riffelblech aussieht. Nein. Doch. Aber ihr habt es gesehen und unsere Garage ist alles aufgeräumt. Nichts Unordentliches. Ja, ja. Ja, das haben wir also uns noch einbauen lassen und mit Filz auskleiden. Und dann haben wir noch eine Außentusche. Ussi, kannst du mal vorführen? Aber nicht mich nass spritzen. Das Wasser ist ja kalt an, oder? Drin. Dom. Ah, doch. Es regnet. Ja, also das funktioniert. Und das haben wir schon benutzt. Ja. Zum Schuhe abschwanken. Genau. Man kann seinen Hund abschwanken, den wir nicht haben. Aber man kann, wenn man vom Strand spazieren kommt, auch seine Füße abschwanken. Oh, du weißt, du weißt was. Kann man auch. Wenn jemand eine Abkühlung braucht. Leg dich nicht mit mir an. Ja. Also, das war's, oder? Ja, wenn du nichts mehr auf dem Programm hast. Dann würde ich sagen, das war unser Gustl. Das ist immer noch unser Gustl. Das waren alle Extras. Dreht euch weg, damit ihr nicht da reinschaut. Muss ja nicht sein. Nein. Und wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. So? Ja. Genau. Wenn es euch noch besser gefallen hat, abonniert uns. Ja. Und was soll so eine Glocke? Ist eine Glocke. Und da könnt ihr mal draufklicken und dann kommen dreierlei Fragen. Und die eine Frage lautet, wollt ihr immer informiert werden, wenn wir was reinstellen? Wenn ihr das wollt, draufklicken und dann werdet ihr immer informiert. Super. Ja. Toll die Technik doch ist, oder? Ja, man lernt immer mehr dazu. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja, und schreibt uns mal, was ihr für Extras habt, was ihr für sinnvoll haltet. Wir beantworten auch gerne alle Fragen dazu. Bleibt uns treu. Und wir sehen uns. Am Caravan-Salon sind wir als nächstes. Ja, aber ob wir uns da sehen, das ist... Wenn ihr uns seht, dann sagt Hallo. Wir ja, wenn ihr uns seht, sprecht uns an, winkt uns, sagt genau. Hallo. Wir winken zurück, sagen auch Hallo. Also, ciao. Mach's gut, bis dann. Tschüss.